Bankensicherheit und wie sicher ist dein Geld bei deiner Hausbank wirklich und wie kannst du in nur 5 Minuten ganz schnell und einfach prüfen, wie sicher deine Bank aufgestellt ist in einem Schnellcheck. Von dem her, herzliche Grüße zur Morgencafé aus Amsterdam zur neuen Ausgabe von Faszination Freiheit und wir haben heute ein hochinteressantes, ein sehr, sehr spannendes Thema. Denn wie kannst du dir möglichst einfach und schnell anschauen, ja, wie sicher dein Geld wirklich bei der Bank ist? Da schauen wir uns heute zwei Kennzahlen an und das ist wichtig. Wir haben auf Zypern 2013 bereits gesehen, gab es die ersten Bail-in-Fälle. Das heißt, wir haften mit unserem Guthaben grundsätzlich mit, wenn eine Bank insolvent und pleite geht. Ja, und diese sind nicht mehr so gut aufgestellt. Vielleicht kennst du auch das Interview mit dem Dr. Markus Krall, über 80.000 Views inzwischen bei YouTube. Und da ein Bankeninsider und Bankenunternehmensberater, der Dr. Krall, ganz klar darstellt, warum, dass man sehr, sehr aufpassen sollte, bei welcher Bank man wie viel Geld hat. Also du solltest dieses Thema absolut auf deinem Schirm haben, wenn dir dein Geld lieb ist und du nicht negative Erfahrungswerte, das heißt viel Geld verlieren möchtest mit diesem Thema. Und schauen wir uns deswegen diese zwei Kennzahlen an. Das erste ist die Eigenkapitalquote. Ja, und was du ja einfach als erstes machst, du googelst quasi nach der Bank und der Bilanz und schaust dir diese näher an. Und da findest du dann die Aktiva und die Passiva. Und auf der Passiva-Seite, da findest du das Eigenkapital. So, und dann nimmst du dieses Eigenkapital und teilst es durch die Gesamtbilanzsumme. Und dann hast du den prozentualen Anteil des Eigenkapitals. Dieser Wert sollte mindestens 8%, optimalerweise auch 10% und mehr betragen. Um das mal ein bisschen praxisnäher zu machen, wir haben uns das Ganze mal angeschaut bei der Deutschen Bank. Wie gut steht diese denn beim Thema Eigenkapital da? Und da haben wir hier, kommen wir auf einen Wert von 4,7%. Das heißt, eher niedrig. Das heißt, über 95% sind Fremdkapital, also der 20-fache Wert von dem, was an Eigenkapital vorhanden ist. Im Vergleich dazu, der deutsche Mittelstand hat im Durchschnitt eine Eigenkapitalquote von über 31%. Ja, und die meisten Unternehmen, die mit so einer niedrigen Eigenkapitalquote von beispielsweise 5% Geld und Kapital möchten, werden es häufig nicht erhalten. Ja, also das so einfach mal als kurzer Schwenk zur Situation der Deutschen Bank und ob man hier größere Summen halten sollte oder nicht. Und schauen wir uns auch mal einen Wert dazu an, also unsere Fallstudie 13 legale Auslandskonten für mehr Geldsicherheit und sofortigen Enteignungsschutz. Da liegen wir hier bei einer Bank, wenn wir uns hier diese Bilanz näher anschauen, bei einem Wert von fast 10%, fast eine Punktlandung dahingehend. Also insgesamt sehr guter, sehr solider Wert und sehr, sehr überdurchschnittlich. So, was haben wir jetzt als zweiten Wert noch? Und das ist die sogenannte, oder ich nenne sie die Bankenrun-Liquidität. Ja, das heißt, wenn also alle Gläubiger, das heißt Kunden mit ihren Einlagen und die Banken herkommen würden und sagen, ja, ich möchte gerne mein Geld haben. Und wie viel könnte davon ausbezahlt werden heute, hier und jetzt? So, und dazu schauen wir uns die jeweils täglich fälligen Werte an. Da müssen wir bei der Bilanz ein bisschen genauer hinschauen als bei der Eigenkapitalquote. Das heißt, wir schauen auf der passiver Seite erstmal an Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, sprich die Einlagen und die täglich fällig sind. Das ist normalerweise ausgewiesen. So, weil die könnten ja heute und jetzt herankommen, das heißt nicht erst später, die haben keine zeitliche Befristung beispielsweise wie Festgelder etc., sondern die könnten heute herkommen, hey, wir wollen gerne unser Geld sehen. So, und dann schauen wir auf die Aktiva, wie viel das da wirklich vorhanden ist. Und da haben wir dann die Barreserven, die liquiden Mittel, flüssige Mittel, je nachdem, wie es dort vermerkt ist, die nehmen wir und dann gleichzeitig Forderungen gegenüber Banken, die ebenfalls täglich fällig sind. So, das heißt, die als eine Bank zurückfordern könnte von anderen Banken. Die Frage ist immer, ob wir das auch wirklich genauso bekommen. Und gerade in Krisenzeiten haben wir alles 100% bekommen. Das wissen wir nicht. Deswegen auch gleich dazu noch ein bisschen mehr, was es ist und was es nicht ist. Nichtsdestotrotz. Dann schauen wir uns an, das sind grundsätzliche Werte, den wir erhalten sollten. Und dann teilen wir diese Werte, das heißt die flüssigen Mittel und Forderungen gegenüber Banken, die täglich fällig sind, gegenüber die Verbindlichkeiten von Banken und von Kunden, die ebenfalls täglich fällig sind. Und dann haben wir einen prozentualen Wert. Und dieser sollte mindestens 30% und besser 50% und höher ausmachen. Es werden nie 100% kommen, das wäre utopisch, aber es kann sein, wenn es wirklich auch einen Dominoeffekt etc. geben sollte, dass wirklich viel eingefordert wird von anderen Banken und von den Kunden und dann sollten hier Banken wirklich gut aufgestellt sein. Ansonsten kann es hier wirklich ein größeres Problem geben. Also, wie hoch ist dieser Wert?
Schau bei deiner Bank da genau hin. Hier nochmal der Wert beispielsweise von unserer Bank, die wir vorhin schon hatten, die in unserer Fallstudie drin sind. Da liegen wir hier bei über 61%. Das ist insgesamt sehr solider, sehr, sehr guter Wert. Also da müsste wirklich viel passieren, damit so eine Bank dann in Bedrängnis kommen sollte. Ja, schauen wir uns an, was dieser Wert ist und was er nicht ist. Also zum einen, wir haben hier keine Detailanalyse. Ich denke, das ist klar. Wir haben uns hier zwei Schnellkennzahlen sozusagen angeschaut, die aber schon einen sehr, sehr guten Hinweis hier geben. Ja, und zweitens, es ist stichpunktbezogen. Das heißt, das ist genau dieser Tag, zum Beispiel der 31.12. des Jahres. Und ja, danach, davor, also jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr später, wie viel Zeit auch immer vergangen ist, kann das schon relativ anders aussehen. Und Banken betreiben auch Bilanztuning. Die wissen, dass Bilanzen natürlich beäugt werden und tunen die vielleicht da vorne noch ein bisschen und machen bestimmte Umschichtungen dann möglicherweise erst später, damit die Bilanz möglichst gut aussieht. Ja, also das sollte uns bewusst sein. Aber ja, insgesamt hat es eine Aussagekraft. Es ist ein Schnellcheck. Und wenn diese Werte nämlich schon schlecht sind, ja, dann würde ich definitiv keine größeren Werte darauf parken, keine größeren Gelder. Und wenn diese Werte schon sehr gut sind, na, dann ist diese Bank tendenziell auch gut aufgestellt. Also gibt dir schon mal einen sehr schnellen Überblick. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht wissen und wie einfach und schnell man diese Werte letztendlich berechnen kann. Also, und es kann sehr, sehr viel für die Geldsicherheit bei dir bedeuten. Wenn dir das also gefallen hat, bitte gib dem Video einen Daumen, ein Like nach oben, YouTube-Kanal abonnieren, damit du keinen unserer wöchentlichen Freitags-Tipp-Videos, wir haben ja jeden Freitag so ein Tipp-Video nicht verpasst, unter von dem Video eintragen. Und auch, wir haben einen Geldsicherheits- und Euro-Crash-Report, denn Vorsorge ist in diesen Zeiten alles, kannst du ebenfalls unterhalb dich von diesem Video hier eintragen. Ja, hoffen wir, dass wir manche Vorsorge-Dinge da draußen nicht benötigen werden, aber viele Dinge kosten überhaupt kein Geld, nur ein bisschen Zeit vielleicht. Und wir sind uns sehr, sehr dankbar, wenn wir sie benötigen. Die Historie hat gezeigt, dass man besser zu viel vorsorgen sollte als zu wenig, gerade was das Thema Geldsicherheit betrifft. Ansonsten, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf dich. Lebe deine finanzielle Freiheit. Dein Thorsten Wittmann.